neue Galaxy Note 2, eine ganz neue Erfahrung mit verschiedenen Funktionen, wie man hier sehen kann, alles in einem. Mit Stift, mit Stylus, bin ich immer ein Riesenfan von. In 2012 benutzt man also Stylus. Ein unglaublich großes Telefon, das den ganzen Computerbildschirm übermannt. Es handelt sich dabei um das Galaxy Note 2, der super Nachfolger, der jetzt noch mehr kann. Drei Möglichkeiten gibt es hier. Unglaublich tolle Bilder von Expeditionen in der Natur. Die Hände wieder da. Kleineres, größeres Display. Länger, kleiner, dünner. Aber leichter und besser. Es ist leichter, dünner, es hat Federn, natürliche Einflüsse, Wasser, Wasserfälle. Alles ist schön und von der Natur inspiriert, wie auch das S3. Runde, große Lupen, die über die Smartphones fliegen. In Windeseile, hier gibt es bestimmt 3 oder 4 Apps, die hier gezeigt werden, die für das Gerät offenbar verfügbar sind. Da ist man stolz drauf. Hübsche Fotoansichten in einem Karussell, was in Windeseile sich umherwitscht und man gar nicht schnell genug hinterher gucken kann. Da sind möglichst bunte Farben gewählt worden und Gewürze in Pötten, die man jetzt am besten alle zusammen in ein Album namens Trip hineintut. Ob man irgendwas schreiben will, es handelt sich dabei vielleicht um ein Album, wo man gerade die aufgenommenen Bilder, die man wahllos im Internet gefunden hat, direkt mit reinkopiert, ist es völlig egal. Man hat hier unglaublich viele kreative Möglichkeiten. Man kann multitasken ohne Ende. Ich verstehe nicht, worum es geht. Man sieht hier oben in der Ecke da diesen blauen Strich. Dieser blaue Strich ist offenbar da, um zu zeigen, was man mit dem Stift machen kann. Aber was genau das ist. Schön finde ich auch, dass die Musik weiterläuft, obwohl im Video Musik ist. Da hat sich garantiert jemand Gedanken gemacht. Sehr hübsch. Und hier sehen wir wahllose Helikoptervideos fliegen. Auf einmal habe ich meinen Kalender vor Augen, der auch wieder durch lasergleiche Schüsse groß oder klein wird. Man weiß nicht so genau, was hier passiert. Man hat auf jeden Fall viel zu tun. Man drückt irgendwo hin. Es entsteht ein ganz neues Feld, das man wahllos hin und her schieben kann. Es verschwindet auf der einen Seite, gibt lauter Apps, die man eigentlich gar nicht wirklich braucht, aber trotzdem hat. Man kann hier alles verschieben. Eine Option, zum Beispiel einfach irgendwas zu schreiben, zu irgendwas, was man gerade irgendwo sieht, was man irgendwie gefunden hat. Dann geht man direkt ins Internet, um zu gucken, ob das, was man geschrieben hat, auch richtig geschrieben wurde. Und vielleicht findet man bei Wikipedia ja doch noch eine Erklärung dazu, zu dem, was man geschrieben hat, was man eigentlich überhaupt nicht wissen wollte vorher. Aber die Information ist zur Hand. Der Stift schiebt Seiten hoch und runter. Konnte man auch mit dem Finger machen. Das Display ist ja eigentlich groß genug. Aber man macht das dann eben lieber mit einem Jetzt Facebook hat sich also plötzlich geöffnet und es wackelt. Das Telefon wackelt. Vibrationsalarm ist von gestern. Heute gibt es richtig handfestes Wackeln. Hallo, und da schreibt man Nachrichten. Ja, ob man wohl zu der Party geht. Hoppla, das reicht auch schon. Jetzt ist wieder die Inbox am Start. Und wir schauen uns mal diesen wichtigen Business-Report an, der sicherlich von Business handelt, nehme ich an. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch gucken, dass wir uns mit Leuten unterhalten. Also wird hier ein Videochat gestartet mit asiatischen Frauen, die uns dann die Business-Sachen erklären. Aha. Müssen wir mal kurz mit James sprechen. James Lee ist auch ein schön gewählter Name. Ist sowohl den koreanischen Wurzeln treu, als auch dem amerikanischen Markt zugänglich. Und mit James verabreden wir uns jetzt mal, indem wir ihm eine E-Mail schreiben. Kinder-Ritter-Kostüme, die irgendwo spielen. Ich gucke mir das Video lieber auf Google an. Hauptsache, ich sehe einen anderen Hintergrund. Multitasking ist super, auch wenn ich den Hintergrund nicht mehr sehe. Ich kann das Video drüberlegen. Wasserschwimmen, super. Jetzt aber das Beste. Es geht darum, ich kann endlich zum Künstler werden. Die Vögel fliegen aus meinem Blatt Papier. Es ist mir völlig egal. Ich habe den Stift zur Hand. Selbst wenn ich vorher nicht kreativ war, jetzt bin ich es. Denn der Stift ist länger und aus Gummi. Es wird also suggeriert, dass man mit diesem Gerät und diesem Stift plötzlich zum Künstler wird. Das ist natürlich Blödsinn. Jetzt kann ich viel einfacher kopieren von anderen Leuten, deren künstlerische Kreativität nutzen, um daraus meine eigene Kreativität zu machen. Ich kann keine Tasche malen, dann kopiere ich sie doch einfach von einer Webseite und leg sie irgendwo ab, mach eine ganz neue Notiz draus, mach einen Kringel drum, weil jetzt bin ich nämlich kreativ geworden. Der Kalender ist komplett vollgeknallt, so wie man das früher hatte und weswegen man eigentlich gewechselt ist zu digitalen Medien. Nein, nein, wir wollen zurück zum vollgekritzelten, unübersichtlichen Vollpfostenkalender. Ich male Geburtstagskarten mit einem Zug, einer Geschwindigkeit. Ich kann so schnell Bilder malen, die ich vorher nicht konnte. Diese Mädels wurden häufig fotografiert. Ob sie das gewünscht haben, ist nicht sicher. Aber wir nehmen uns mal das Gesicht, was... Vielleicht kann man auch das Gesicht einfach komplett ersetzen gegen eines, was gut aussieht, damit man nicht Fotos von hässlichen Frauen in seinem Telefon hat. Wer auch immer diese zwei Personen sind, die
Alkohol mitten am Tag trinken, ich puste Kerzen aus, ich bin gerade 8 Jahre alt geworden und habe aber ein Note, das mit Sicherheit solche Bilder nicht machen kann. Die armen Kinder wurden fürchterlich entstellt, aber dank des magischen Stiftes werden sie wieder hergerichtet und können für den Versand vorbereitet werden. Ich habe direkt 2 Galaxy Note 2, deswegen heißt das Telefon das Smartlet, das Tablet auch so, dass sich von alleine verdoppelt und gleichzeitig die Bilder von einem aufs andere kopiert. Wunderbare Funktion, die jeder Mensch braucht, um kreativ zu sein. Natürlich unheimlich praktisch, dass man auch Hunde beim Springen aufnehmen kann, die aber ganz langsam nur sind, damit sie hinterher sehen, wie sie gesprungen sind und sich in der B-Note noch verbessern können anschließend. Völlig egal, ob Timelapse, auch wenn das ohne Stativ überhaupt gar nicht möglich ist, das kann man alles mit dem Galaxy Note 2 machen. Am schönsten ist es auch, wenn man... Nee, so ein Quatsch. Jetzt wird's wirklich albern. Jetzt gebe ich auf. Das ist doch... Im Leben braucht das nicht jemand. Totaler Quatsch. Ja. Man hätte auch einfach das andere Foto nehmen können. Man muss da nicht so rumhampeln. Nächstes bitte. Übrigens kann man auch mit seinem Stift reden, wenn man keine Freunde hat. Sprich in den Stift. Dieser leitet dich auf eine wahllose Internetseite, die dir sofort das Gefühl gibt, dass du vernetzt bist und dass du ein glücklicherer Mensch sein kannst und mit deinen Freunden, die virtueller Natur sind, deine Kreativität teilen kannst. Gehen wir direkt einfach weiter und machen ein bisschen Musik an oder Videos oder schreiben mal eine E-Mail an jemanden, der auch James heißt. James Lee wahrscheinlich? Nein, vielleicht doch, man weiß es nicht. Trefft euch im Central Park am besten nachts, da freut man sich drüber. Und all das und natürlich noch viel mehr ist möglich mit Quad-Core-Prozessor, Android und jeder Menge RAM. Es gibt unglaublich viel zu tun, unglaublich viel zu erleben, unglaublich viel zu sehen. Alles ist ultimativ, alles ist Experience, amazing und besser. Wildfremde Frauen, wildfremde Notizen und das alles mit dem Galaxy Note 2. Man kann unheimlich produktiv sein, indem man 80 Dinge gleichzeitig macht und man kann kreativ sein, indem man Frauen neue Gesichter verpasst. Das ist das Galaxy Note 2.